willkommen zurück bei 1000 für den Imperator. Ich habe das Vergnügen, euch jetzt den Gewinner unserer Kill-Team-Dschungelmatte bekannt geben zu dürfen, und zwar ist das Skriptor Rolandrius. Herzlichen Glückwunsch, wir setzen uns mit dir in Kontakt, um den Versand zu klären. Alle, die jetzt nicht gewonnen haben, können die wundervolle Kill-Team-Matte natürlich jederzeit bei Kraken Wargames bestellen. Wir haben noch ein paar andere Matten zur Verfügung gestellt bekommen und deswegen werden wir auch in nächster Zeit noch ein paar von den Matten verlosen. Also bleibt uns einfach treu und schaut hin und wieder mal rein, um ja, auf dem Laufenden zu bleiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Let's Talk About Death Guard von Tim und Stefan. Bye! Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und ich habe erneut den Gruppengründer der WhatsApp-Gruppe, diesmal aber nicht für einen Spielbericht, sondern für ein Let's Talk About Death Guard. Und genau, hallo Tim. Hallo Stefan. Anlass für die, warum ich Tim heute dazu gebeten habe, ist, dass er mir ganz öffentlich stark für ein anderer Blickpunkt auf Nörgel und die Death Guard Video widersprochen hat und es daher meiner Ansicht nach eigentlich ganz, ganz sinnvoll gewesen wäre, bevor wir das in den Kommentaren sozusagen ausdiskutiert und besprochen hätten, dass wir ein weiteres Video machen und einmal so ganz, ganz grob Ursprung der Legion, Primarch, Fall an Nörgel, die Heresy und die aktuelle Geschichte abdecken und dabei natürlich dann auch mal prüfen, wo meine Theorie so deutlich gehakt hat. Genau. Und da Tim da deutlich fitter ist als ich, wo kommt die Death Guard denn eigentlich her? Wie die meisten Legionen tatsächlich aus zwei Quellen. Es gibt einerseits ja für die meisten, also alle Legionen eigentlich, eine Herkunft von Terra. Die ursprünglichen Legionen sind ja aus den verschiedenen Kriegerstämmen Terras gemacht worden. Das sind bei der Death Guard, glaube ich, aus Alt-Albia. Also ich glaube, das soll Albanien sein oder so. Und die Ursprungslegionen sind ja die Dusk Raiders. Die hatten, glaube ich, auch schon ein Totenschädelwappen. Und die andere Hälfte ist so ein halber Sternring. Also sprich, wenn man sich das aktuelle Wappen so ein bisschen anguckt, ist das in einer sehr Ähnlichkeit drin. Die Legionen sind zu der Zeit tatsächlich auch deswegen aufgebaut worden, weil man die ganzen Kriegertraditionen Terras aufnehmen wollte und gleichzeitig, weil der Imperator so verhindert hat, indem er einfach die ganzen Kriegerkulturen und vor allen Dingen die kampffähigen Leute in seine Legionen reinsteckt, die hypoindoktriniert werden. Ist es wesentlich schwieriger, auf Terra eine Revolution gegen ihn zu führen, weil einfach alle Krieger in die Legionen übernommen werden und vor allen Dingen da halt auch die stärksten und mächtigsten, nimmt er auch einfach alle mögliche Opposition auf Terra von sich. Und das ist im Anfang dann eben die Legion der Dusk Raiders. Und die tragen graue Rüstung mit bronzenen Verzierungen und einem roten Schulterpanzer. Und sind vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie in der Dämmerung angreifen. Sprich, bevor sie quasi von Mortarion geprägt werden, oder also wie die meisten Legionen, die ja quasi ein Leben vor dem Primarchen haben, war das etwas, was sehr lange überhaupt nicht ausgeführt wurde. Und das hat Forgeworld in den neueren Büchern rausgebracht, dass sie da einfach auch beschrieben haben, wie die gekämpft haben, wie die aufgestellt waren und auch insgesamt näher umrissen wurde, dass die zum Teil sehr stark davon abweichen. Also, wo die Death Guard jetzt halt eben dafür bekannt ist, dass sie entschlossene und rücksichtslose Vorstöße macht, Chemowaffen einsetzte, also, wenn ich jetzt sage, meine ich halt die Horus Heresy, waren sie halt davor tatsächlich eine sehr, sehr gute Überfallstreitmacht, die üblicherweise vor oder bei Sonnenaufgang angegriffen hat. Das ist auch, was mich persönlich da irgendwie so ein bisschen gestriffen hat, ich habe es nur ganz am Rande mitgekriegt, ist, was du am Anfang erwähnt hast, dass sie aus diesem Old Albia-Bereich Terras kamen und tatsächlich die Menschen dort sich dem Imperator nach Jahrzehnten des Krieges, wenn ich das richtig verstanden habe, freiwillig unterworfen haben und ja, dann da eben ihre Söhne fast schon freiwillig zu Space Marines gemacht haben, um eben eine Form von Vergebung, zu der Imperator sie, es klingt immer so ein bisschen so, überredet hat quasi, zu erlangen und sie damit eigentlich am Anfang sehr, sehr enthusiastisch in den großen Kreuzzug gezogen sind. Also auch die Space Marines der Dusk Raiders. Mhm. Und es eigentlich dann so ein,
Ich merke gerade schon selber, dass deinem Argument da jetzt schon nach Sekunde zwei eigentlich viel Futter einfach da ist, weil sie erst eigentlich tatsächlich dann so Stück für Stück in dieser Sache verbittert sind. Ja, also ich finde, alle Primarchen und alle Legionen, die zum Chaos übergelaufen sind, haben immer irgendwie einen guten Grund dafür. Also, es ist, GW hat da sehr viel dran gearbeitet, dass die nicht alle nur gehen, weil sie sind neidisch auf den Imperator, sondern die Horus Heresy ist ja quasi eine Geschichte von echt vielen vertanen Chancen. Ne? Also, wenn Ja. man die Bücher so liest, ist da ja extrem viel drin, wo man sich so denkt, oh Leute, mit einer besseren Kommunikationspraxis und irgendwie mal zwei Leuten an einem Tisch hätten wir diese ganze Nummer aussetzen können. Aber natürlich, wir wollen ja die Geschichte lesen, wie riesige Space Marine Armeen sich mit Bolter und Kettenschwert den Chaos machen. Ist auf jeden Fall die bessere Geschichte, als wenn es so ein Mediationsgespräch gegeben hätte, das stimmt. Ja, also ne, du bist Lehrer, ich habe ja auch mal in dem Bereich studiert. Wir sind natürlich immer für die gewaltärmere Lösung, aber die unterhaltsamere ist natürlich die, die wir jetzt lesen. Genau, und der zweite Teil haben wir gerade schon gesagt. Neben den Dusk Raiders, die von Terra kommen und zum großen Kreuzzug aufbrechen, sind dann die Space Marines, die von Barbarus kommen und später dann quasi eingezogen werden, oder? Ja, genau. Die anderen Legionen treffen ja auch irgendwann auf ihre Primarchen, manche früher, manche später. Und eigentlich alle Primarchen haben sich mehr oder minder auf ihrem Planeten behauptet. Da gibt es so ein paar Ausnahmen. Angron ist ja quasi beim Eintreffen des Imperators dabei zu sterben und hat seinen Krieg eigentlich verloren. Andere haben ganz Reiche erschaffen, auch teilweise über mehrere Planeten hinweg, wie Gilliman. Bei der Alpha Legion weiß man bis heute nicht, wo die eigentlich herkommen. Aber die meisten haben irgendwie eine Kultur gefunden und in Anführungszeichen diese Kultur gemeistert. Also wenn das so ein Rollenspiel-Setting wäre, haben sie jetzt Stufe 20 erreicht, sind König ihrer Welt. Und jetzt kommt halt das nächste Level, sie gehen auf den großen Kreuzzug. Und Aber das war Barbarus, beim. Ah, entschuldige. dann bitte. Das war ja aber bei Mortarion nur so durchschnittlich der Fall, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich beim Nachlesen für die Folge auch nochmal rausgefunden, dass sein Ziehvater einen Namen hat. Nekare oder Nekare. Ich habe ihn jetzt nur auf Englisch gefunden und habe kein Hörbeispiel gefunden, obwohl ich mal nachgeguckt habe. Keine Ahnung, vielleicht findet man das irgendwo. Ansonsten kann da gerne jemand, der Hörbeispiele mal dazu hatte. Ich weiß auch nicht, ob es die Primark-Reihe auch schon als Hörbücher gibt, da was zu sagen. Ja, ist quasi in einem Höllenloch gelandet. Irgendwelche Xenos, Nekromanten mit Psi-Fähigkeiten haben sich auf Barbarus breit gemacht und größtenteils ist dieser Planet voll mit giftigen Nebelwolken, die vor allen Dingen so, je höher man steigt, umso giftiger werden. Und es fällt da auch immer wieder die Bezeichnung Krankheit. Und diese Xenos-Herrscher haben halt einfach über die Menschen, die in den Tälern lebten, wo man einigermaßen atmen konnte und auch irgendwie sowas wie Landwirtschaft möglich war, mit eiserner Hand geherrscht und vor allen Dingen auch aus ihren Leichen Armeen erschaffen. Es wird auch mal wieder so beschrieben, dass die gegeneinander Krieg führen und die Menschen mehr oder weniger als eine Ressource sehen für ihre Armeen. Dass sie halt irgendwie ihre Leichen rauben und daraus Golems oder belebte Leichen erschaffen. Also ne, das Wort Nekromantie fällt da immer wieder. Und von einem dieser Unsympathen wird dann halt Mortarion auch aufgenommen. Bis er dann irgendwann später, nachdem er ihm als Kriegsherr gedient hat, feststellt, dass er irgendwie mehr mit den Leuten zu tun hat, die in den Tälern leben. Und schließt sich ihnen dann an und wird dann tatsächlich da auch zu einer Art Kriegsherr, der gegen diese Xenos-Fürsten Krieg führt, aber eben seinen Vater niemals erreichen kann, weil Ist der das auf der. denn gesichert, dass das Xenos sind? Also ich habe die Bücher tatsächlich nicht gelesen, oder ist das eine gängige Theorie? Also, ich habe jetzt das letzte, wo ich es nachgeguckt habe, war einmal, Moment, ich hätte es mir hier aufgeschrieben. Das ist in dem Horus Heresy Buch 4 müsste das sein, also Conquest. Habe ich es jetzt nachgeguckt, weil da ist mehr zu der Vorgeschichte drin. Ah ja.
Ansonsten wollte ich jetzt die Tage nochmal nachlesen, deswegen wir sind jetzt etwas kurzfristig unterwegs. Die Chris Wright-Bücher, ne, der hat ja die meisten der Death Guard-Bücher geschrieben, oder James Swallow, der hat ja Flight of Eisenstein und Chris Wright hat jetzt Lord of Silence geschrieben. Und Unburied Dagger würde ich gerne nochmal durchlesen demnächst. Ja. Ob und was das sind, ist, ich habe ja bei letzten einzelnen Kommentaren gesprochen, haben gesagt, dass es gar nicht so richtig genau definiert ist, was die sind. Und deswegen, ich hatte es jetzt da, war einmal von Xenos die Rede und zumindest die englischsprachige Warhammer 40k Fandom Wiki bezieht sich darauf. Und meistens waren die eigentlich immer relativ gut. Also deswegen traue ich mich da jetzt einfach mal, das zu zitieren. Ah ja, top. Alles klar. Ja, das ist ja auch tatsächlich einfach ein relativ seltsames Schicksal sozusagen. Ne? Der Mortarion ist, glaube ich, einer der ganz wenigen Primarchen, die überhaupt dann so früh in ihrer Prägungsphase auf Xenos treffen, weil die meisten, ich meine eigentlich ausschließlich eher alle anderen Primarchen landen auf Welten, die von Menschen bewohnt werden, ja, mysteriöserweise. Genau. Das wäre eigentlich auch mal eine gute Frage, vielleicht wäre das irgend so ein Primark einfach auf so einem Asteroiden aufgewacht wäre und da irgendwie alleine so, keine Ahnung. Na gut, aber genau. Also auf einer Xenos-Welt. Ja, genau so. Vater, diese ganzen Xenos sind jetzt deine treuen Diener. Ach ja, Junge, ich habe schlechte Nachrichten. Kennst du, es gibt von Superman, gibt es einen alternativen Comic, wo er quasi nicht in ländlichem Amerika landet, sondern in der Sowjetunion? Ja, Red Sun heißt's, ne? Genau, ich meine ja. Red Sun. Ich war jetzt gerade. Genau, Red Sun ist es, ja. Ich war jetzt gerade parallel am Gucken. So einen richtig guten, so Gilliman oder so, der einfach eine Exoditen-Elder-Welt zur Blüte führt und dann so ein Elder-Imperium aufbaut. Das wäre eigentlich ein spannendes Projekt oder eine spannende Idee, genau. Ich sehe jetzt wütende Kommentare passieren. Aber gut. Oh, aber das wäre doch mal irgendwie tatsächlich sowas. Ich meine, theoretisch lässt Games Workshop uns ja Platz. Es gibt ja zwei verschollene Primarchen. Ob nicht einem von den beiden sowas in einem Fanprojekt passiert sein könnte? Das wäre ein ziemlich gutes Fanprojekt. Wobei die beiden Primarchen sind jetzt, also das ist ja immer das Nervige, ne? Kaum lässt GW mal so eine Lücke, schreien die Leute so lange, dass sie wissen wollen, was damit los ist, weil sie ja unbedingt wissen wollen, was damit los ist, dass sie jetzt dann doch wieder angefangen haben, irgendwie so ein paar Krümel dafür zu streuen und mehr oder weniger anzudeuten, was mit denen dann doch passiert ist. Ja. Letzte weiße Flecken wollen Leute sie gefüllt haben. Ja, das ist leider richtig, das stimmt. Ja, es geht mir ja auch nicht anders. Okay, zurück, wir schweifen weit ab, also ich schweife weit ab, entschuldige. Genau, Barbarus, der Primarch und die Ankunft des Imperators. Und Mortarion baut sich quasi eine eigene Armee, um gegen diese Kriegsfürsten Krieg zu führen und nennt sie dann halt auch Death Guard, ne? Weil sie halt über den Tod siegen oder dahin gehen, wo niemand anders hingehen kann, weil sie halt mit am Anfang noch sehr rudimentären Schutzausrüstungen in diese giftigen Nebel steigen, die nach und nach verfeinern, aber dadurch halt auch zäher werden. Ne? Also in der Realität ist das ja so ein bisschen anders. Nur weil du dich öfters giftigen Dämpfen aussetzt, wirst du nicht zäher, sondern höchstwahrscheinlich kränker. Aber es ist ja so dieses cineastische Trope, ne? Dass man, was dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Ja. Genau. Denn in der Realität meistens gilt, was dich gerade nicht umgebracht hat, bringt dich in höheren Dosen garantiert um. Ja, das ist erstaunlicherweise richtig, weil sonst hat Games Workshop ja schon, ich sage jetzt mal, gerade wenn es so um Kontakt zu vermeintlichen Chaos-Dingen und so geht, sind sie ja sonst eigentlich relativ sorgfältig darin anzumerken, dass das irgendwie nicht gut ausgeht. In diesem Fall wohl dann doch. Ja. Oder zumindest in irgendeiner Art und Weise. Und tatsächlich stellt er dann irgendwann fest, als er dann herabkommt, dass irgendwie in seinem Dorf ein Riesenaufruhr ist, weil nämlich ein Fremder gekommen ist. Und das ist wenig überraschend. Der Imperator. Und tatsächlich ist, wie viele Primarchen, Mortarion gar nicht mal so begeistert, dass der jetzt da ist. Und lehnt auch quasi ab, sich ihm anzuschließen. Worauf es dann, wie bei vielen anderen Primarchen, zu einem Wettkampf kommt. Also das gibt es ja auch bei Vulcan oder Leman Russ. Ja. Und wenn der wenn Mortarion es schafft, den letzten Tyrannen von Barbarus zu besiegen, dann wird der Imperator gehen. Wenn nicht, muss er sich anschließen und sich unterwerfen.
Und tatsächlich geht er dann alleine hoch und scheitert aber, weil es einfach zu giftig für ihn ist und der Imperator kommt und rettet ihn. Der offenbar keinerlei Schäden durch diese giftigen oder krankmachenden Dämpfe erhält, aber dass der Imperator quasi ein Überwesen ist, ist ja schon relativ lange klar. Und tatsächlich beginnt ab da eigentlich schon die schlechte Laune von Mortarion. Ist eigentlich seltsam, oder? Also jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, du lebst in diesem Giftplaneten, der, also aus Mortarions Perspektive hätte man ja eigentlich meinen können, der ist einer der wenigen, die sich wirklich freuen können. Ne? Also ich meine, klar, jetzt Rogel Dorn, Leman Russ, irgendwie, da kann ich nachvollziehen, dass die sagen, hey, sorry, eigentlich kann ich dich hier gerade nicht brauchen, bei mir läuft es auch so gut. Aber gerade Mortarion, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, der große goldene Imperator kommt und sagt übrigens, das Leben muss nicht so aussehen wie hier. Das geht auch ein ganzes Stück besser, zum Beispiel ohne Gift in der Atemluft. Es ist irgendwie eine ziemlich vermessene Reaktion eigentlich sogar und vor allem eine sehr egoistische, zu sagen, nee, ich will lieber hier weiter im Mist leben, weil dann habe ich es zumindest selbst geschafft. Also es ist schon eine krasse Stolzreaktion. Ja, aber ich meine, Angron ist ja quasi auch, er schlägt erstmal seine eigenen genetischen Söhne, weil er wütend von seinem Opferaltar quasi runtergeholt hat, wo er eigentlich jetzt den gerechten Tod sterben wollte. Also. Ja, es stimmt schon. Die Primarchenreaktion ist nicht in der Regel nicht die durchdachteste auf die Ankunft des Imperators. Ja. Mortarion wird dann vom Imperator mitgenommen. Ja, genau, und findet seine Legion zum ersten Mal. Die tatsächlich ja wie die meisten Legionen auch quasi darauf warten, dass ihr Genvater, ne, von dem sie halt wissen, dass es ihn da draußen irgendwo gibt. Und ich glaube, es ist ja nicht der. Er ist nicht der Erste, der gefunden wird. Horus. Lionel. Nee, Ist es Horus. Horus? Oder ich Ja, dachte mal. Horus und dann Ja. Leman Russ, da gibt es ein Buch dazu. Stimmt. Ich Ja. mal weiß, warum ich das nur durcheinander schmeiße, weil die erste Legion ist ja die Dark Angels. Und deswegen habe ich immer im Kopf, Lionel Johnson wäre der Erste. Ja. Und tatsächlich kriegt er dann die 14. Legion. Und so ein bisschen merkwürdig wird das, glaube ich, am Anfang gewesen sein, ne? Weil Mortarion wird ja immer als hager, ausgezehrt, in Roben gekleidet und nach dem Tod dieses Xenos-Ziehvaters hat er dann seine Waffe, nämlich eine große schwarze Sense. Und ich glaube, das ist ein sehr, wie bei vielen Legionen, so ein, okay, wer ist denn der Typ? Begegnung, ne? Und tatsächlich nennt er sie dann um und sagt ihnen, ihr seid fortan meine unzerbrochenen Klingen, ihr seid die Death Guard, durch eure Hand wird Gerechtigkeit gebracht und Verdammnis soll eine tausend Welten erreichen. Ha. Ja. Es klingt ja auch schon so, als wäre da alles okay. Ja, genau. Allein schon die Tatsache, ne? Hör mal, wir mal, das steht auch, glaube ich, irgendwo auf seinem Schlachtschiff drauf. Und ich muss mal kurz nachgucken, ich hatte mir vorhin aufgeschrieben. Das ist schon Terminus Est, oder? Nee, Terminus Est ist das Schiff von Typhus. Die Ah. vom Primarchen ist, glaube ich, die Reaper Scythe. Ja, stimmt, genau. Ja. Die Sichel des Sensenmanns. Na gut, okay, dann passt's ja. Das ist ja quasi. Das ist lebensbejahend, was Positives. Ja, genau. Das ist genau die Leute, die man eigentlich so will, wenn man aufbricht, um die Welt zu verbessern. Okay, aber genau. Und deine Antwort, also ganz kurz für alle, die es nicht gehört haben oder die sich meinen anderen Blick auf die Death Guard nicht angehört haben, meine Idee war so ein bisschen, dass Nurgle letztlich der Chaosgott ist, der sozusagen den universellsten, menschlichsten Anspruch so ein bisschen hat, weil er eben mit körperlichem Verfall und dem Wunsch oder der Hysterie mit dem Universum umzugehen irgendwie so ein bisschen entspricht. Und meine Idee war, dass die Death Guard eigentlich an sich selbst und ihrer Menschlichkeit scheitert. Und ja, genau, Tim hat eben gemeint, hier schleicht sich quasi eigentlich Mortarions Bitterkeit sozusagen in die Legion und verstärkt sich natürlich auch durch die von Barbaros kommenden Rekruten.
Genau. Was ich glaube, ich habe einfach zusammengefasst, das sind einfach verbitterte Arschlöcher. Arschnasen. Ich glaube, das Wort Arschnasen, war verzeihen. Arschnasen. Gut, das ist natürlich eine vollkommen andere Aussage, ja. Aber ich halte an dem Punkt fest, weil das ist quasi, ich spiele ja selber Death Guard und ich spiele die Armee nicht, weil ich sie sympathisch finde. Ja, das trifft auf meine Black Templar auch zu. Ja, aber also, ne, oft spielt man ja die Armee, die man spielt, weil einem etwas an dem Hintergrund reizt. Ne? Also ich spiele zum Beispiel meine Ultramarines, weil ich den Hintergrund davon wirklich mag. Aber Ja, die das Death Guard, geht mir auch so. an der ist nichts Sympathisches. Also das sind halt die Bringer von Tod, Krankheit und Verderben. Und alles an denen ist bösartig. Und GW stellt natürlich Nurgle je nach Hintergrund immer so ein bisschen so das Großväterchen Nurgle, auch dieser leichte Slapstick, den ja auch irgendwie die Nurglings gerade mittragen, ne? Und du hast ja jetzt auch solchen Krieg gelesen, wenn die solchen Legionen quasi landen, das ist ja quasi, ne, wie herumtollende Nörglinge und Dudelsackspieler und Kugat-Regenvater, der irgendwie mit misanthroper Miene mittendrin sitzt. Ja, ist es generell so, also auch das ist wieder so ein bisschen weit ab vom Thema, aber vielleicht trotzdem eine Frage, die es wert ist, gestellt zu werden. Ist es so, dass Games Workshop seit eigentlich von Beginn bis jetzt die Chaosgötter zunehmend verharmlost? Also verharmlost im Sinne von, sie stereotyper und irgendwie in Anführungszeichen kindgerechter? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, das ist ja immer so der Vorwurf, ne, dass GW quasi harmloser und netter wird, ne? Und dann liest er halt, weiß ich nicht, so die späteren Horus Heresy Bücher oder jetzt gerade Solar War. Und da ist ja nichts Nettes dabei, ne? Also, wenn dann halt, oder gerade auch in solchen Krieg, die ganzen Episoden, wo halt gezeigt wird, wie diese armen imperialen Gardisten in den Schützengräben liegen und gegen die Death Guard ran müssen. Ne? Das ist ja schon echtes Grauen. Oder wenn die dann später in den Lazaretten aus Versehen was sehr, sehr Dummes tun und dann die Seuchenlegion, ich glaube, nach Jax kommt oder so. Ja, Oder genau. Brandus. Ich weiß es nicht. Und gerade so die Warcry-Sachen sind ja auch sehr, sehr deutlich, wie fies die eigentlich alle sind. Ne? Also bei Warcry, da ist ja gerade so die, was sind das, die Unmade, die sich selber das Gesicht rausschneiden, um quasi ein neues künstliches Gesicht zu erhalten. Ja, es stimmt eigentlich schon. Eigentlich kann man jetzt so direkt, also ich meine, klar, ne, es geht immer noch krasser und noch grittier, aber eigentlich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, was ich in letzter Zeit gelesen habe, da kann man sich eigentlich jetzt an, ich sage jetzt mal, am Härtegrad her wenig beschweren, ne? Das ist Ich schon glaube, es kommt auf auch, den Autor an. ja klar, natürlich, absolut. Aber also eigentlich ist es auch immer verhältnismäßig explizit. Also ich kann mich jetzt wirklich nicht an, also es ist auch immer schön plastisch. So grundsätzlich erstmal, und auch wenn, ne, mein Neffe hat neulich eben genau das Nurgle Death Guard Buch in der Hand gehabt, weil er natürlich das Warhammer Conquest gerade hat. Na, und hat das auch aufgeschlagen und hat es wirklich so aufgeschlagen und ganz schnell wieder zugemacht. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher Seite er gelandet ist. Aber er hat gesagt, das finde ich eklig, mit denen will ich nicht spielen. Also so ganz irgendwie, also insofern, keine Ahnung, kindgerecht war es offensichtlich dann doch nicht, egal wie Ja, die ja. Richtung geht. Ja, es gibt ja auch die Warhammer-Horror-Reihe jetzt, ne, wo sie halt wirklich den Gewalt- und Ekel- und Horrorgrad nochmal so ein bisschen hochgedreht haben, die separate Romanreihe. Da hatte Na, ich eins okay. von gelesen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, vielleicht ist das ein bisschen bekannter, wer Dark Heresy mal gespielt hat. Das Inquisitionsrollenspiel von GW, wo wirklich fieser Kram bei ist. Also zum Beispiel eine der eindrücklichsten Sachen bei Dark Heresy ist für mich immer noch der Red Room. Wir schweifen halt wirklich ab. Wir sind jetzt wirklich, wir bringen das jetzt noch schnell zu Ende mit dem Red Room und dann kehren wir zurück Genau. zu Death Guard. Der Red Room ist quasi ein Abenteuerhook, den es da gibt. Und zwar ist es quasi, dass man eine Tür öffnet und das kann jede beliebige Tür sein. Und dahinter ist der Red Room, also ein Raum, der so nach zerteilten Körpern, Kadavern, Leichen und Blut stinkt. Und der quasi, sobald man da durchgeht, entweder die Leute tötet, ne? Also du gehst halt durch deine Schlafzimmertür und landest im Red Room. Oder die Leute, die da drin waren, sind danach verändert und
verüben bestialische Serien- und Massenmorde. Und das ist halt schon so ein leicht Cliff Barker-eskes Horrorphänomen, dass du quasi ungeplant durch eine Tür gehst, die jetzt nicht mehr nur eine Tür ist und dahinter das Grauen findest. Und ja. In dem Stil finde ich die neueren Warhammer-Horrorbücher, die ja jetzt parallel zu den Warhammer kindgerecht oder junge ja. Teenager-Bücher erschienen sind, ja auch rausgekommen sind. Ne? Also, wo jetzt einige sagen, oh mein Gott, die machen den Sellout. Ja, dafür haben sie auch eine Horrorreihe rausgebracht, die okay ist. Ja, mir fällt gerade auf, dass wir auch tatsächlich gar nicht so weit vom Thema trotz allem abgeschweift sind, weil es ja trotzdem irgendwie drum geht, ne? Deathgard, Nurgle, wird es niedlicher, wird es weniger schlimm sozusagen, ne? Auch gerade die Horus Heresy-Reihe, nimmt die da irgendwie aus der Deathgard das Edge jetzt gerade raus und zumindest hier würde ich jetzt auch sagen, also jetzt mal Warhammer Adventures außen vor gelassen, es stimmt schon, dass es eigentlich weiterhin echt passt, ne? Also man kann sich nicht beschweren, was die Härte angeht. Wir kehren nun zurück zu den Arschnasen. zu den Arschnasen. Warum finde ich Deathgard cool? Also ich mag die Figuren, also ne, die Tatsache, dass sie halt einfach super prominent auch in den Boxen drin waren und eine sehr große und sehr vollständige Modellpalette bekommen haben. Also alles für die Deathgard ist in sehr kurzer Zeit rausgekommen und die Modelle sind fantastisch und gar nicht mal so schwer auch sehr variabel aufzubauen. Also du hast ja in der Grundbox nur so Fix-Pose-Figuren drin. Mhm. Aber mit einem Bastelmesser und ein bisschen Austausch von Armen, Rückenmodulen und Köpfen kriegt man da, finde ich, eine ganz gute Varianz rein. Und selbst sowas wie Poxwalker, dann geht man da halt mit ein bisschen Kleber und ein bisschen Modelliermasse ran und einem alten Zombie-Gussrahmen. Dann, weiß ich nicht, ich gucke jetzt hier gerade mal, mach meinen Schrank auf. Ich habe jetzt hier 80 Poxwalker stehen. Da ist schon genug Varianz drin. Und gerade ja, sind auch einigermaßen leicht dann aus, keine Ahnung, imperialen Soldaten oder sowas teilweise zu kitbashen und die Gellerpox Infected aus der Rogue Trader Box ergänzen das ja auch ganz wunderbar, gerade für in Richtung Dämonenprinzen oder eben auch genau Poxwalker oder so. Ja, also da das ist eine, also ich fand es eine Armee, die mich gereizt hat und ich mag den Spielstil, weil du natürlich sehr, 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 sehr zäh bist. Also ich glaube, wir haben Necrons überholt, was so die Standfestigkeit angeht. Und man hat meiner Meinung nach auch eine ziemlich starke Feuerkraft. Und ja, diese Vorstellung von einer Armee, die alles aushält und weiter vormarschiert und irgendwann kommen dann die Terminatoren runter oder Mortarion selber. Das, ne? Also gerade Mortarion ist halt ein Modell, um eine Armee anzufangen. Wollte gerade sagen, der hat wirklich ein fantastisches Modell. Ich finde, das ist mit weitem Abstand der schönste Primarch, den sie bis jetzt rausgebracht haben. Ja. Also das ist vor allen Dingen der Grund. Sympathisch finde ich an denen nix. So. Ich habe da nie drauf geguckt und gesagt, Menschenskinder, das sind die coolen Dudes. Mit denen werde ich jetzt warm. Also das fällt aber, glaube ich, bei 40k generell schwer. Ja, das ist tatsächlich richtig. Also ich habe irgendwie so klassisch gut hast du eigentlich fast nur Tau, ne? Wo du sagen könntest, und selbst die sind natürlich mit den Himmlischen eigentlich bitterbös und voll, ja, nee, es ist ja Setting, dass eigentlich nichts gut und nichts in Ordnung ist. Stimmt ja, genau. Nein, the grim darkness of the far future. Ja, tatsächlich hat sich Games Workshop da auch echt Mühe gegeben jetzt mit dem neuen, Gott, wie heißt er denn, mit dem neuen Custodes und der Sister of Silence. Weiß gerade nicht, wie es Geschichte? Im Schatten des Regenten heißt das Buch. Genau, und da haben sie quasi sehr, sehr cool auch dargestellt, wie böse auch die Custodes quasi in ihrer Passivität sind. Na, was mich persönlich sehr begeistert hat, weil das halt wieder gemacht hat, dass man irgendwie eine weitere eigentlich vermeintlich heldenhafte Fraktion so ein bisschen eingeschränkt hat. Ja, das auf jeden Fall. Also den muss ich noch lesen. Ich hatte jetzt zuerst gedacht, du spielst auf die Geschichte an, wo das halbe Internet brannte, weil die Custodes Space Marines umbringen. Ach so, die armen, was waren es, Brazen Beasts oder so? Brazen Drakes, glaube ich. Ja, aber ohne Witz, da hat mein Herz auch für die Space Marines geschlagen. Ich war auch extrem angekackt von dem Custodes. Was zur Hölle? Der arme Primaris Marine, ne? Wobei es auch Doppelmoral ohne Ende, ne? Zuerst irgendwie, also, Entschuldigung,
für alle, auf die das nicht zutrifft, entschuldige ich mich natürlich, aber es mag durchaus den einen oder anderen gegeben haben, der gesagt hat, boah, Primaris Marines finde ich blöd, ne? Und jetzt kriegen sie endlich mal drauf und dann, ja, aber von dem Custodes, dann bin ich doch wieder für die Primaris Marines. Das war schon teilweise, aber genau, war auf jeden Fall eine sehr, sehr mitreißende Kurzgeschichte, stimmt. Wenn auch aus vermutlich den falschen Gründen. Ja, ja, sie hat zumindest, sie hat emotional polarisiert und das will man, glaube ich, als Autor. Der hat geklappt. Ach ja, schön. So. Was mir aber vorhin noch einfiel, ich glaube, man muss bei vielen von den GW-Sachen immer Folgendes bedenken. Es gab die Figuren, bevor der Hintergrund in dieser Tiefe entstanden ist. Ne? Also irgendwie die solche Marines gibt es seit der zweiten Edition von 40K. Ja, genau. Und irgendwann hat man dann mal erklärt, ja, das ist eigentlich die Death Guard und das ist eine richtige Legion und die kommt da und daher. Und am Ende des Tages musste man halt erklären, warum Space Marines böse geworden sind. Und das irgendwie nachvollziehbar zu machen. Und das hat die Horus-Reihe ja gemacht. Ne? Genau, ja, und vor allem der große Trick ist ja, man muss es 9-mal erklären. Ne? Also ich glaube, das würde auch so, was die Kreativität und Glaubwürdigkeit angeht, das eigentlich extrem belasten, einfach bei so gut wie jedem Story-Schreiber, weil du hast das Problem, okay, ne, es gibt so irgendwie 4, 5 gute Tropes, die man immer bringen kann, und dann hast du aber noch 5 Legionen übrig, die alle an das Böse fallen müssen, und dann kommt man, glaube ich, schon so ein bisschen ins Schwitzen. Und ich finde, dafür ist das bei der Death Guard extrem gut gelungen, trotz allem. Ja, ne, ist halt irgendwie so ein Konflikt, der sich aufbaut und wo man dann halt auch sagt, okay, wir bringen da diesen Konflikt rein zwischen den Terranischen Marines und den Barbarus Marines, was es ja auch in anderen Legionen so ein bisschen gibt. Und dieses Drumringen, was ist der richtige Weg? Und natürlich ist das immer so, dass so viele Leute sagen, ja, der Imperator ist ja selber schuld. Wäre mal bei den Space Marines geblieben, dann wären die alle nicht vom Glauben abgefallen und Horus hinterhergerannt. Aber das muss ja quasi passieren, damit wir eine Story in The Grim Darkness of the Far Future kriegen. Also, ja, zum einen, Fehler passieren, ja, damit was passiert. Auch der Imperator hätte nicht überall sein können und dieser Moment, also das, worüber sich die ganzen Legionen ja letztlich aufregen, ist ja nicht wirklich, dass er weg ist, sondern dass eine zivile Regierung eingesetzt wird, die quasi jetzt Übersicht und Autorität über die kriegsführenden Teile des Imperiums fordert. Und das wäre ja so oder so passiert im Plan des Imperators. Ne? Also das bedeutet, ob er jetzt da gewesen wäre oder nicht, hätte vielleicht punktuell was verändert. Ne? Aber je größer das Imperium wird, desto unwahrscheinlicher ist, dass sich eine Legion vom Fall aufhalten lässt, weil irgendwo quasi genau am anderen Ende der Galaxis irgendwo ein goldener Mann kämpft. Also das wäre wahrscheinlich so oder so nicht verhinderbar gewesen, sozusagen. Zumindest nicht durch seine Anwesenheit. Vielleicht, indem man sie gewarnt hätte. Wie ist die Death Guard jetzt eigentlich genau gefallen? Das hatte irgendwie ganz viel mit Typhon dann damals noch zu tun, oder? Kallas Typhon oder die Oberarschnase. Es tut mir leid, wenn Leute das für eine coole Figur halten. Ich mag das Modell sehr gerne und ich halte ihn für einen ganz hervorragenden Antagonisten. Aber Eon und Erebus sind halt schon irgendwie so die Leute, die... Bei Erebus kriege ich auch immer ganz Liebpuls. Also, es wird ja immer gesagt, Magnus did nothing wrong. Das kann man für Erebus und Kallas Typhon nicht sagen. Also, die sind beide verbittert und in den Kriegerlogen aktiv. Kallas Typhon ist ja auch ein Psioniker, genauso wie Mortarion. Hält das aber geheim. Und wie wir aus 40K wissen, unsanktionierte Psioniker sind eigentlich immer nie ein Problem geworden. Also es gibt keine 40K-Geschichte, in der irgendwas schief geht, weil ein unsanktionierter Psioniker rumläuft. Ja, gerade in der Space Marine Legion, die ohnehin jetzt schon so ein bisschen von einem vermeintlichen Chaosplaneten kommt, da kann es eigentlich gar nicht schief gehen, ne? Ja. Und tatsächlich nähren beide so ein bisschen die Bitterkeit von Mortarion, ne? Das ist ja auch genau der Hebel, den Horus nutzt, dass er den Neid des Imperators, der halt irgendwie strahlend und leuchtend ist und von den Menschen geliebt wird, und Mortarion, ja, das ist halt schon eher der Schnitter, also Hager, umgibt sich mit Symbolen von Tod und Vergänglichkeit, führt eine Sense, das ist ja quasi der
Archetyp des Sensenmannes, des Todes. Ja, geht's Mortarion denn so sehr um Anerkennung oder um Dankbarkeit? Oder was ist da so sein Trope sozusagen, wo er gerne was hätte? Also wahrscheinlich eher eingeschlossen, oder? Also, so Inklusion eher, dass man ihn so ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, die anderen Primarchen schneiden auch Mortarion so als Person recht viel. Ja. Also es ist eher so ein, obwohl er halt das ist, möchte er gerne eingeschlossen in diesen Bund der Brüder und des großen Kreuzzuges werden, habe ich ganz oft das Gefühl. Tatsächlich so richtig gut kommt er wohl nur mit Horus zurecht, den er auch tatsächlich sehr schätzt. Und der andere, Conrad Curse, ne, der Nighthaunter. Okay. Ja, haben aber eine gemeinsame Verbindung. Conrad Curse hat ja das zweite Gesicht. Mhm. Er sieht ja die Zukunft. Und ist damit ja offenbar auch irgendeine Art von Psioniker. Und vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, ne, wo dann ein Unverständnis dafür da ist, wo Mortarion ja auch jemand ist, der auf dem Konzil von Nicea, wo die Skriptorenlegion und die Librarians alle aufgelöst werden und quasi über Magnus Gericht gehalten wird, ja auch sehr die Rede führt gegen Psioniker, obwohl er selber einer ist. Okay. Ah. Also da ist er, glaube ich, der stärkste Ankläger, noch stärker als Leman Russ. Ja, krass. Na, wahrscheinlich dann aus dem, was er bei sich zu Hause sozusagen gesehen hat, am ehesten heraus, oder? Ja, klar. Also, dass Psioniker eine Bedrohung für echt vieles sind und Psi-Fähigkeiten gefährlich, das. Ja, das hat er am eigenen Leib erfahren und gesehen. Und ich glaube, der große Kreuzzug hat auch echt viele Welten gezeigt, wo ja, Aliens, Psioniker oder sonst etwas schlimm gehaust haben. Ne? Und auch auf Terra gibt es ja immer wieder Berichte davon, dass manche der Warlords quasi Hexerei oder dergleichen genutzt haben. Okay, und das macht quasi dann so ein bisschen den Verrat am Imperator grundsätzlich natürlich sehr wahrscheinlich. Wie ist es dann mit dem Fall an Nörgel? Ich habe irgendwie ganz, ganz grob im Kopf, dass sie irgendwie im Warp stranden. Ist das Typhons Werk? Tatsächlich machen sie sich ja nach der Invasion von Istvan auf dem Weg nach Richtung Terra. Und da ist Kallas Typhon tatsächlich sehr aktiv. Also er ist halt durch Erebus in die Logen reingekommen und Typhon ist derjenige, der quasi dafür sorgt, dass die Flotte strandet. Nämlich er verbreitet die Nachricht, dass die Navigatoren im Dienste von Malkador stehen. Mhm. Und deswegen werden die Navigatoren getötet. Was jetzt nicht unbedingt das Klügste ist, wenn man durch den Warp reisen will. Aber ja. Er verspricht halt Mortarion, hey, ich krieg das hin. Ja, es sind Psi-Fähigkeiten, aber vertrau mir. Und Mortarion stimmt ihm halt etwas widerwillig zu. Aber das war halt eine Falle. Ah, okay. Und von da an geht's dann quasi bergab und dann. Genau, weil dann kommt die wie heißt der denn, der Zerstörerschwarm und die Seuche des Nörgel und befällt die Schiffe und dann die Krieger und dann kommen irgendwann die ersten Dämonen langsam an Bord und die Menschen verändern sich und die Legion verfällt in Krankheit und ihre Seelen fallen nach und nach an Nörgel. Ah, okay, und dann ist quasi, genau, dann geht Mortarion auch diesen Pakt mit Nörgel ein, um seine Legion irgendwie zu bewahren, ne? Genau, weil das erste Mal ist, dass sie was finden, wo ihre legendäre Physis ihnen nicht gegenhilft. Und Mortarion bietet dann quasi in dieser Verzweiflung, dass halt eben seine Legion, sein Werk und seinen eigenen Körper quasi verfallen sieht und in dieser Ausweglosigkeit fleht er halt um Hilfe und es gibt jemanden, der ihn erhört. Und das ist dann Nörgel.
Ah, okay, aber na gut, alles klar, okay, dann. Das macht vielleicht meinen Ansatz, dass die Legion aufgrund ihrer eigenen Menschlichkeit gefallen ist, doch etwas, ja, wie soll ich sagen, okay, inkorrekt, möglicherweise in Anbetracht der Das Tatsache. sorgt auch dafür, dass Typhon und sein Primarch sich danach nicht mehr so richtig gut verstehen. Ah, also Mortarion gibt dem dann schon die Schuld dafür. Ich glaube, ihm ist durchaus bewusst, wie das alles passiert ist. Ihm ist bewusst, dass er jetzt an dem Punkt ist, wo er nicht mehr zurück kann, ne? Weil er jetzt ja als Dämonenprimarch ja auch kein Mensch mehr ist und auch unwiederbringlich an das Chaos gebunden ist. Das ist ja immer so quasi dieser eine große Trick, ne? Jeder, der sich dem Chaos anschließt, will Macht. Aber am Ende wirst du halt ein Dämon. Und dann hast du eigentlich noch weniger Selbstbestimmung, als wenn du ein Kultist wärst, weil die Dämonen können sich kaum gegen ihren eigentlichen Gott wehren. Ne? Es gibt irgendwie so ein paar, die so ein bisschen Selbstständigkeit hinkriegen können, aber du hängst Ja. die meiste Zeit im Warp mit deinen anderen Dämonen rum. Und wenn du dann deinen Dämonengott quasi verärgerst, ne? Siehe Skarbrand, dann ist das sehr schnell vorbei. Ja, na, es ist ja auch bei Mortarion so, dass er gerade in diesen Plague Wars-Büchern so diese Besessenheit mit der Zahlenmystik und sowas, das ist ja alles was definitiv von Nurgle ausgeht. Ne? Das hat er ja vorher einfach nicht, dass er überhaupt abergläubisch war. Und Typhus sieht halt ein bisschen auf Nurgle herab, der sich dann ja später im Auge des Chaos den solchen Planeten erschafft und den quasi sentimental so ein bisschen umformt, dass es wie Barbarus aussieht, ne? Weil er quasi vermisst und irgendwie eine gewisse Sehnsucht hat. Und Typhus sieht da so mit einer Verachtung drauf zurück, ne? Und sieht tatsächlich seinen eigenen Primarchen als schwach. Und wenn die zusammenarbeiten, dann ist es mehr so ein gezwungenes Zusammenarbeiten, weil beide der Sachen Nurgles dienen, aber nicht unbedingt aus Freundschaft oder Loyalität. Ja. Ja, das hat man ja ganz viel gerade bei den Chaos Space Marines, dass sie eigentlich zunehmend beginnen, ihre Primarchen, die Legionen beginnen, ihre Primarchen zu verachten. Na? Das ist eine Sache, die da durchaus häufiger auftritt. Und ja, klar, dass Typhus das auch hat, gerade eben weil Mortarion sich als so extrem anfällig gegen diese Intrige erwiesen hat, macht ja auch durchaus Sinn, dass er da ein Überlegenheitsgefühl entwickelt. Klar, also es gibt ja noch andere Fälle, wo das genauso passiert. Ne? Ich meine, Abaddon sieht ja Horus quasi auch jetzt als Schwächling an. Ne? Und Ja. die ganze Solar War-Reihe oder Siege of Terror-Reihe zeigt ja quasi auch, dass er immer skeptischer darauf blickt, was aus Horus wird. Ne? Ja. Und er so ein bisschen so, oh, das scheint mir dumm zu sein, was er macht. Und eigentlich hört er auf die falschen Leute und sieht die eigentliche Stärke nicht, sondern verlässt sich auf den Warp. Ja, genau, ja, und gerade Abaddon hat er ja natürlich auch eigentlich, der war ja mal super loyal zu Horus und auch wirklich ernsthaft treu, ne? Und ich glaube, dass diese Entfremdung in dem Moment, da ist, glaube ich, auch eine Abstoßungsreaktion da, ne? In dem Moment, in dem die ganzen Primarchen zunehmend sich auf diese Metaebene begeben, werden sie ja auch zu einem gewissen Teil zu dem, was eigentlich die Space Marines gar nicht haben wollen, weil eigentlich diese Rebellion der Space Marines ja eine ist, die letztlich auf der Idee basiert, dass sozusagen Krieg und Kriegerehre über allem stehen sollten. Und in dem Moment, in dem dann diese Unreinheit der eigenen Körper und dieser seelische Verfall immer wieder dazukommt, sind die Space Marines, die eigentlich wegen ja, ihrer eigenen Stärke und der Möglichkeit, diese zu beweisen, dabei sind, eigentlich immer sofort extrem abgestoßen. Stimmt schon. Es ist halt eine Tragödie, ne? Und genau das ist ja quasi das, was wir lesen sollen und wollen und worum es in der ganzen Geschichte geht. Und ja, Tragik. Genau. Während der Horus Heresy wird die Death Guard nimmt am Krieg auf Terra, am Kampf um Terra auch ja sehr, sehr exzessiv teil. Ne? Ja, also am Anfang nicht direkt, weil sie erstmal gar nicht landen können, weil sie ja das Problem haben, dadurch, dass sie ja schon nicht mehr ganz menschlich sind und die Primarchen können erstmal nicht Terras Boden betreten. Also es dauert ja tatsächlich etwas, bis sie quasi den Schutz des Imperators auf Terra so stark geschwächt haben und überhaupt es möglich ist, dass Dämonenprimarchen landen können. Was Angron ja auch zum Beispiel deutlich frustriert. Ja, no. Das stimmt, die werfen Angron auch einfach ab. Das ist bis heute eine meiner Lieblingsszenen. So, wo ist eigentlich der Kornprimarch? Wir haben ihn ins All geworfen, der landet schon auf Terra, ist kein Problem. Ja, genau. Vorher stand er an Bord seines Raumschiffes, also draußen, und hat Terra angeschrien.
Ach, er hat einen ausgereiften Schlachtplan, man sieht es schon. Okay, genau, aber dann können wir, glaube ich, einmal so, nachdem wir das jetzt rundum zusammengefasst haben, mal wirklich an den Punkt kommen, wo man auch sagen kann, ich glaube, diese grundsätzliche Idee, ne, dass die Death Guard eine der in Anführungszeichen menschlichsten Legionen ist, könnte tatsächlich bei mir daran gelegen haben, dass ich natürlich den, also ich habe halt Nathaniel Garrow ganz, ganz stark und auch Flight of the Eisenstein und die danach kommenden Bücher und gerade halt Garrow immer, weil man von dem auch die Innenwelt so extrem gut kennt, ne, und sie einigermaßen nachvollziehbar für einen gestaltet ist und Grugor, also diesen anderen Battle Captain, der dann Garrow töten soll als Gegenstück und deren Konflikt kam mir durchaus sehr, sehr menschlich vor, aber natürlich hast du völlig recht, der ist, ist aus dieser Dissonanz zwischen den terranischen, eigentlich sehr, sehr edlen Dusk Raiders eigentlich und den und der Death Guard, die von Barbaros stammt, eigentlich beinahe schon vorprogrammiert und ist gar kein rein menschlicher, sondern fast schon eine Art, ja, rassistisch will ich nicht sagen, wie soll man das ausdrücken? Ja, ein Heimatwelt, eine Heimatwelt- und Weltansichtsdissonanz sozusagen. Mhm. Meinst du, da ist trotz allem Neid irgendwie in den Barbarus Space Marines auf die Terranischen? Weil die verfolgen die schon mit einem relativ seltsamen Hass, muss ich sagen. Da gibt es ja quasi so zu Garrow, also ne, wenn wir quasi den Punkt erreicht haben, dass die Häresie anfängt, ist der, weiß ich nicht, der lange Großkreuzzug wie viel? Ein paar Jahrhunderte? Ja, muss eigentlich, weil es ja diesen einen, auch Death Guard, diesen einen Wahnsinn, nee, das ist ein Son of Horus, also ein Luna Wolf, der so wahnsinnig alt ist. Ja. Der älteste Space Marine, den es quasi noch gibt, der Halbgehörte heißt er. Ja, genau. Und ja, muss auf jeden Fall ein paar Jahrhunderte her sein, ja, seit das losgegangen ist. Und also ich verstehe, also das entwickelt sich ja auch, ne? Also dass diese Legionen sich verändern, weil andere Legionen haben das ja auch zum Beispiel, dass sie losziehen und auf dem Weg quasi sich auch ein Stück weit verderben. Ich glaube, dass, ich glaube, das ist Jagatai Khan, der seine Legionen auch sehr, sehr säubert erstmal, weil das ihm sehr von dem weit weg ist, was er eigentlich in einer Legion sehen würde. Ich glaube, das war Jagatai. Na, das war Ravengard, also Korax. Korax, genau. Corvus Korax hat die terranischen Space Marines für eine Selbstmordmission benutzt, damit das sie los wird. Ja, das müsst ihr auch mal hinkriegen, ne? Das ist eine ist eine Entscheidung, die man so treffen können muss. Ja, genau. Juhu, wir haben unseren Primarchen wieder und er ist nicht so begeistert. Genau, also, er will uns nicht. Ja, nee, genau, aber insofern ist da vielleicht, also gerade, aber das bedeutet, du würdest jetzt sagen, die Hinwendung zu Nörgel erwächst quasi zum einen mal natürlich aus dieser Intrige, der Mortarion aufsitzt, aus Mortarions eigener Bitterkeit und dann irgendwie auch aus der Tatsache heraus, dass ihnen eben, dass sie eigentlich wahnsinnig stolz auf diese körperliche Resilienz sind, die sie da haben. Und dass, wenn man ihnen die noch wegnimmt, für die sie ja quasi so viel geopfert haben, weil sie so ein bisschen eine der ungeliebteren Legionen sind, dass das quasi endgültig der Moment ist, wo es quasi auch schon völlig egal wird, sozusagen. Ich glaube, du kriegst die meisten Menschen sehr schnell, in Anführungszeichen, gebrochen, wenn du A, ihre Leistungen nicht achtest. Was ja auch mit vielen passiert, also zum Beispiel Iron Warriors, die auch in dieser Bitterkeit quasi fallen und ihnen dann quasi das nimmst, was sie ausmacht, identitär. Also nimm den Thousand Suns ihre Magie oder den Bloodbearers ihre Religion. Ja, genau. Wenig überraschend rasten Leute dann aus und sind verbittert und rachsüchtig und machen vielleicht dumme, kurzsichtige Dinge, die sie ins Verderben stürzen. Ja, und vor allem genau, dann wird halt dieser Rache- und Widerstandsgedanke eigentlich wahrscheinlich so alles verzehrend und überwältigend. Und genau, dann haben wir hier an der Stelle, das jetzt ist auch schon egal, dann können wir auch den Pakt mit Nörgel schließen. Ne? Ja. Ja, das klingt tatsächlich für mich schlüssiger als das, was ich vorgestellt habe. Das ist richtig, ja. Also in Bezug auf die Death Guard. Ja, beziehungsweise glaube ich an dem Punkt, wo sie im Warp gestrandet sind,
ist ja quasi jeder in dieser Legion schon ein Sünder, weil Istvan ist schon passiert, sie haben schon ihre eigenen Brüder getötet und alle, die jetzt dabei sind, haben Blut an den Händen, haben sicher auch schon ein Stück weit Verderbnis miterlebt, ne? Weil da gehen halt in den Logen auch schon merkwürdigere Dinge um und die ersten übernatürlichen Dinge sind vielleicht gesehen worden. Ja, genau, und dann kannst du auch nicht mehr zurück, weil am Ende des Tages hilft es nichts, dann, ja klar, dann ist plötzlich kein Preis mehr für den Sieg zu hoch, weil wenn man da nicht gewinnt, hat man mit gar nichts recht gehabt. Ja. Ja, gut, okay, aber das ist ja mal eigentlich ein umfassender Blick gewesen. Ich glaube, wir müssen an der Stelle auch so langsam zu einem Ende kommen mit dieser tragischen Erkenntnis, wie es mit der Death Guard zu Ende ging, denn jetzt sind wir bei grob einer Stunde, glaube ich, und genau. Aber eine Sache wäre mir wichtig, man darf bei dem ganzen Kram nicht aus den Augen lassen, auch wenn man sich immer fragt, wie können die denn so blöd sein, nicht einfach mal miteinander zu reden oder warum hat der X nicht das getan, dann wäre das alles nicht passiert. Es soll ja was passieren. Und deswegen versucht man, möglichst glaubhafte Entscheidungen zu treffen oder zu schreiben, ne, weil getroffen werden die ja nicht von aktiven Personen, sondern ein Autor entscheidet, dass sie das getan haben, weil am Ende muss die Tragödie, die Katastrophe, das Auseinanderbrechen und der Krieg stehen. Ja, naja, und ich finde es tatsächlich auch immer gar nicht so unrealistisch, dass diese Dinge geschehen. Ne? Also das ist so, wenn man da immer diesen Vorwurf macht, also keine Ahnung, ne? Ich nehme dann immer so die blödesten Dinge, die ich in meinem Leben jemals getan habe, so als Maßstab, ne? Für die ich auch heute noch nicht erklären kann, warum ich nicht was viel Klügeres in der Situation getan habe. Und die Antwort darauf ist halt, ja, ich habe in dem Moment einfach nicht dran gedacht. Also, das ist manchmal unbefriedigend, aber ich finde, so sind Menschen halt. Manchmal denken wir nicht dran und sind halt einfach, machen halt Fehler. Zieht sich ja auch durch die Geschichte durch, ne? Also ganz viele Konflikte und Kriege wären mit, okay, wir vertrauen jetzt mal einander und gucken, dass wir einen Interessenausgleich hinkriegen, wirklich vermeidbar gewesen. Bemerkenswerterweise ist das aber häufig nicht geschehen. Ja, also ich finde auch tatsächlich, oder eben genau andersrum, dass Leute auch die Realität einfach nicht wahrhaben wollten. Ne? Wir werden mal an so Reaktionen der Alliierten, während Nazi-Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte, zurückdenken. Ne? Da hat ja auch jeder irgendwie gesagt, ah ja, das passt schon, komm. Ne? Also die Reaktion, die da passiert ist, während irgendwie Deutschland zunehmend, ich sag mal, extremere und militaristischere Handlungen vollzogen hat, das war ja auch, ne, es stand ja im Himmel, dass das passieren würde und trotzdem haben England, Frankreich und Amerika extrem verzögert reagiert. Also, ja, klar. Neville Chamberlain, Peace in Our Time. Ja, und das ist halt genau, ne, also insofern, ich finde das dann immer gar nicht so unrealistisch, wenn Leute einfach eine fatale Fehlentscheidung treffen, weil sie nicht wahrhaben wollen, was gerade geschieht. Ja, und den Bogen zur aktuellen Politik zu machen, letztes Wochenende haben Menschen dafür demonstriert, Bürgerrechte gegen Pandemien zu verteidigen. So, dann sind wir, glaube ich, auch mit diesem sehr, sehr, na obwohl, es ist ein Nörgel-bezogenes Thema. Ja, genau. Kann man sich gar nicht beschweren. Sind wir damit durch. Tim, vielen, vielen Dank für den weiteren Blickpunkt und genau, danke für alles. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Ich dir auch, Stefan. Bis bald. Und euch natürlich auch allen. Macht's gut.